der Leber wird die Gallenflüssigkeit produziert. Das ist am Tag ungefähr 1 bis 1,5 Liter Gallenflüssigkeit. Und die Gallenflüssigkeit muss in das Darmsystem. Und dafür braucht der Mensch das Gallengangsystem, den Gallengang. In der Leber sind kleine Gallenwege, die sich dann sammeln, linker Lappen, rechter Lappen, treffen sich dann in der Mitte und bilden dann einen großen Gallengang, der dann in Richtung Zwölffingerdarm abstreift. Aus diesem Hauptgallengang geht ein kleiner Gallengang in Richtung Gallenblase. Und die Gallenblase ist letztlich eine Sackgasse, in der die Gallenflüssigkeit reingeht, sich ein bisschen aufhalten kann und dann wieder in Richtung Zwölffingerdarm abfließen kann.